Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und es ist mal wieder Zeit für eine weitere Folge der Hertha News. Und es gibt wieder einiges rund um Hertha BSC zu berichten. Denn es ist endlich Vollzug zu melden in der Personalie Diego Demme. Denn heute Morgen hat Hertha BSC es endlich offiziell gemacht. Diego Demme wechselt zu Hertha BSC. Und ich möchte dazu heute mein Schlusswort verlieren. Außerdem möchte ich heute noch über die Europameisterschaft sprechen, die ja jetzt für Deutschland leider geendet ist. Und ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und sprechen wir zuallererst über Diego Demme. Wir haben ihn endlich verpflichtet. Es ist zwar nicht Dienstag und es ist auch nicht Donnerstag, aber trotzdem haben wir am heutigen Samstag Vollzug gemeldet und Diego Demme endlich verpflichtet. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich auf die kommende Saison. Diego Demme ist, glaube ich, so ein wichtiges Puzzlestück im Mittelfeld. Ein Spieler, der Führungsstärke, aber auch eine gewisse Spielintelligenz ausstrahlt und vor allen Dingen uns auf der 6 endlich mal stabilisieren kann. Mit seinen 32 Jahren und insgesamt 462 Spielen, sowohl in der zweiten Liga, Bundesliga und in der Serie A, bringt er unglaublich viel Erfahrung mit, die dieses junge Team um ihn herum unbedingt braucht. Ich finde, er kann eine Rolle übernehmen wie Toni Leisten in der letzten Saison. Er ist einfach erfahren und er kann ein Anführer für dieses junge Team sein. Und ich glaube, Diego Demme, der wird uns im Mittelfeld wirklich gut tun. Und auch sein Spielerprofil könnte für unser Mittelfeld entscheidend sein. Unter Christian Fjell praktizieren wir höchstwahrscheinlich ein 4-3-3. Das heißt, es gibt einen Sechser und davor sind zwei Achter. Aber dieser Sechser, das ist genau diese Rolle, die Diego Demme übernehmen soll. Als defensiver Mittelfeldspieler ist er nicht nur ein Staubsauger, der wie in Santiago Ascasiba sehr, sehr viele Zweikämpfe führt, sondern er muss als Sechser sich auch unglaublich intelligent in das Spiel einbinden und das Spiel von hinten heraus anleiten. Das heißt, er kann sich fallen lassen, er kann sich aber auch offensiv einschalten und mehr oder weniger kommen auf ihn sehr, sehr viele Meter zu. Er muss Laufintensität zeigen und genau das kann er halt eben. Er muss kluge und intelligente Pässe spielen und hat eben auch viele Zweikämpfe führen. Er muss quasi auf der 6, das heißt, wir suchen insgesamtermaßen auf der 6 einen laufstarken Spieler, der vor allen Dingen sehr viel für die Mitspieler läuft, Räume frei macht, Räume frei hält und vor allen Dingen aber auch seine Mitspieler dirigiert und dieses ganze Spiel anleiten kann, der quasi ein Anführer auf der 6 ist. Und Diego Demme hat schon bereits bei RB Leipzig, aber auch bei Napoli gezeigt, dass er vor allen Dingen gegen den Ball ein Spieler ist, der unglaublich intelligent handelt. Er hatte sogar mal, ich glaube, er hatte sogar ein Länderspiel mal für die deutsche A-Nation absolviert und ich bin mir ziemlich sicher, dass er zwar nicht mehr an dieses Niveau rankommt, aber dass Ansätze von diesem Niveau für uns in der zweiten Liga schon wirklich eine absolute Hilfe werden. Diego Demme bringt auch noch zusätzlich eine gewisse Technik mit, bringt eine Ballsicherheit mit, er bringt einfach auch die Stabilität mit, die es braucht, um auf der 6 stabil zu sein. Und die einzige Frage, die ich mir stelle, ist eigentlich, welches Niveau erreicht er noch? Er hat jetzt bei Napoli in den letzten beiden Saisons nicht mehr als 250 Minuten gespielt. Aber trotzdem hat er bei Leipzig und bei Napoli zuvor gezeigt, was für ein Niveau er erreichen kann. Dass er abgebaut hat, das ist ziemlich sicher klar. Dass dieser Transfer Risiko mit sich bringt und dass Diego Demme möglicherweise nicht so funktioniert, wie wir uns vorstellen nach den letzten beiden Jahren ohne Spielpraxis, das ist auch klar. Trotzdem ist der Diego Demme Transfer für uns eine Chance, nochmal uns auf dem Mittelfeld besser aufzustellen. Er ist ein Spieler. Er möchte ein Spiel ruhig aufbauen. Hat einfache Kurzpässe, ist ein Spieler, er geht nicht so viel ins Risiko. Er bringt ein gewisses Niveau mit und ist wirklich, zumindest bei Leipzig und Napoli, damit aufgefallen, dass er ein Spiel mit kontrollieren möchte. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das bei unserer Rolle, die wir in der zweiten Liga jetzt übernehmen wollen mit dem 4-3-3 unter Christian Fjell, dass das wirklich gut funktionieren kann. Die einzige Frage, die ich mir stelle, welches sportliche Niveau kann er noch erreichen? Für was reicht es bei Diego Demme? Wie gesagt, wenn er an frühere Zeiten anknüpfen kann, dann ist das ein Riesentransfer. Aber das Risiko besteht, das muss man anerkennen, dass er halt eben nicht mehr dieses Niveau erreichen kann und dass er dann möglicherweise bei uns auch untergehen könnte. Aber so auf dem Papier liest sich das nach einem wirklich guten und intelligenten Transfer. Aktuell ist aber Fakt, wenn wir dieses 4-3-3 so aufbauen, dass Diego Demme auf der 6 steht und vor ihm Sessa, Cuisance oder gegebenenfalls Mader,
dann ist das ein Mittelfeld, was perfekt zur Spielphilosophie und zur Spielidee von Christian Quell passt. Dann ist das ein Mittelfeld, was meiner Meinung nach zum Top-Niveau dieser Liga gehört. Wir haben spielerische Stärken, wir haben Kreativität, wir haben Dynamik, wir haben offensives Spielvermögen und defensive Stabilität. Dieses Mittelfeld kann auf dem Papier richtig gut aussehen und es sieht auf dem Papier richtig gut aus. Und wenn es in echt funktioniert, dann muss man die Arbeit bzw. den Hut vor der Arbeit von Benjamin Weber wirklich setzen. Ich finde, Weber hat hier ein gutes Mittelfeld zusammengebaut und meiner Meinung nach geht es jetzt noch darum, möglicherweise Konkurrenz auf dem rechten Flügel zu verpflichten und, sage ich mal, Altlasten in Form von möglicherweise einem Buchalakis oder von einem Hussein loszuwerden, diese Fehler zu korrigieren, diese Transfereinkäufe vielleicht nochmal zu korrigieren, einen Kanga, einen Maulida und einen Sona loszuwerden und dann kann er einen Haken setzen an diese Transferphase. Bis jetzt haben wir die Schwachstelle aus der letzten Saison, das Mittelfeld, behoben. Wir sind von einem Buchalakis und Barkok auf der 6er-Position zu einem Demme, zu einem Cuisance und zu einem Setzer gekommen. Das ist ein absolutes Upgrade und ich bin gespannt, wie wir das umsetzen werden. Heute Abend steht das Testspiel gegen Erfurt an. Ich werde dazu morgen ein Video machen, Livestream oder hinfahren kann ich nicht. Geht nicht, ich habe auch noch ein Leben. Aber ja, ich bin trotzdem sehr zufrieden aktuell und ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Im Endeffekt sind wir jetzt vor der Saison. Wie es dann in der Saison aussieht, das wird spannend. Das wird wirklich spannend zu sehen und ich hoffe, wir setzen das unbedingt gut um. Ja, so viel zu Diego Demme. Es ist endlich durch. Ich glaube, dieser Transfer hat sich wirklich ein Jahr hingezogen. Ich glaube, letzte Saison nach dem Wolfsburg-Spiel sogar. Das heißt, war gefühlt anderthalb Jahren schon. Habe ich über Diego Demme gesprochen und jetzt, ein Jahr und ein Monat später, ist das Thema durch und Diego Demme ist wirklich Spieler von Hertha BSC und das ist wirklich noch ein bisschen unwirklich. Ja, soviel zu Diego Demme. Kommen wir jetzt zum zweiten Thema des Tages. Es geht nämlich um die deutsche Nationalelf. Eigentlich ist es ein Thema, was nicht so gut auf meinem Kanal passt. Ich spreche eher selten über die Nationalmannschaft, aber zu großen Turnieren äußere ich mich trotzdem noch. Ihr habt ja auch gesehen, in den letzten Wochen gab es weniger Videos auf dem Kanal und es war auch einfach so der Grund. Es ist Sommerpause, es ist EM. Ich liebe es, die Zeit zu genießen, sei es jetzt auf dem Public Viewing oder sonst wo. Und diese EM war wirklich toll. Ich habe das erste Mal seit 6, 7, 8 Jahren, seit der EM 2016, wirklich mit dieser Mannschaft mitgefiebert und habe Emotionen gezeigt, wo ich gar nicht dachte, dass die DFB-Elf das bei mir auslösen kann. Natürlich kommt nicht ans Vereinsfußball ran, aber es war einfach für den Sommer ein perfekter Lückenfüller. So im ganzen Land, auch auf dem Public Viewing oder ist ja egal wo, auf der Fanbahn, ist ja egal, gab es wieder diesen Zusammenhalt unter dieser Gesellschaft und das war gut für eigentlich politisch ja sehr durchwachsene Zeiten. Ganz ehrlich, das, was die EM hier gezeigt hat, ist einfach, ja, dass Zusammenhalt untereinander doch irgendwie schon möglich ist. Und diese EM war von der Stimmung her einfach überragend. So in Katar, da waren gekaufte Fans, da war halbleere Stadien, es war absoluter Schwachsinn in Katar. Und dieses Jahr hat gezeigt, dass Fußball auch europäischen Zusammenhalt irgendwie bewiesen hat. Und ganz im Ernst, diese EM war toll. Also das erste Mal wieder richtig mitgefiebert und Deutschland hat auch gut gespielt, meiner Meinung nach. Ist unverdient ausgeschieden. So gegen Spanien ist ein guter Gegner. Ich habe nicht mit einem Sieg gerechnet, aber Deutschland hat sich in diesem Spiel wirklich gut präsentiert. So Mittelstädt hat das überragend gemacht, wenn ich jetzt über Hertha sprechen möchte, beziehungsweise Hertha mit Zucker herstellen möchte. Aber ich fand, Deutschland hat in diesem Spiel wirklich gut gespielt und Julian Nagelsmann ist ein wirklich perfekter Trainer für diese Mannschaft. Im Endeffekt hat man verloren, weil der Schiedsrichter völlig blind war. Also der Vogel da, der ist ja unglaublich, dieser Engländer. Naja, soll er pfeifen? Ist halt Schwachsinn so. Es ist offensichtlich Elfmeter gewesen, da in der Verlängerung. Es ist ein Riesenfehler. Es ist ja schon fast genauso schlimm wie der Fehler damals von Benjamin Mandt beim Spiel Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen, wo Tabsoba das Ding hier macht und keine rote Karte gesehen hat und wo wir dann, ja, sage ich mal, um 2 Punkte beraubt worden sind, wo wir dann, ja, vielleicht doch noch den Klassenerhalt hätte schaffen können. Okay, darüber spreche ich nicht. Wir wären trotzdem abgestiegen, aber ich muss halt einfach sagen, wir hätten dann in der Verlängerung 2:1 geführt. Und dann wäre das Spiel anders ausgegangen. Dann hätte Spanien nicht dieses Tor erzielt. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und ich bin mir auch zu 100% sicher, dass wir Frankreich besiegt hätten im Halbfinale. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass wir dieses Jahr
die gewonnen hätten im eigenen Land. Aber eine bestimmte Person mit einer Glatze hatte etwas dagegen. Und trotzdem bleiben schöne Erinnerungen von dieser EM. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Es war endlich wieder mal so eine Zeit. Es war Sommer, es war warm draußen und das war mal so eine Abwechslung, war ich gar nicht gewohnt. Und ich hoffe, dass wir vielleicht das auch wieder zum nächsten Turnier, was denn zwar nicht in unserem Land stattfinden wird, sondern halt dann woanders, dass wir das irgendwie nochmal hinkriegen. Das Einzige, was ich mich frage, ist halt wirklich, wie da dieser Videoschiedsrichter nicht eingreifen kann. Ich dachte erst, das war abseits, aber dann hätte ja eigentlich der Schiedsrichter abseits entschieden. So, weil dann wäre es ja nicht mit einem Einwurf weitergegangen. Es ging ja eigentlich mit einem Einwurf weiter und das hätte ja dann eigentlich mit einem Freistoß für Spanien weitergehen sollen. Und die Bilder von dieser Abseitssituation haben auch gezeigt, dass Füllkrug nur mit der Hand im Abseits ist. Und das heißt ja, dass man mit Körperteilen, mit denen man kein Tor erzielen darf, zum Beispiel der Hand oder den Arm, dass diese natürlich nicht als Abseits zählen. So, ich bin wirklich fassungslos, wie das kein Elfmeter war. Eine EM findet alle 4 Jahre statt. Du hast eine VAR-Technologie und dann schalten sich die Idioten, die da sitzen, nicht ein und haben ein komplettes Spiel ruiniert. So, es war für mich wirklich unglaublich, wie man diesen Elfmeter nicht gegeben hat. Trotzdem natürlich doof, sich in der 119. Minute nochmal so frei zu präsentieren. Aber ich glaube einfach, wir hätten das Ding gewonnen. Wir hätten das Ding wirklich gewonnen und wir hätten es verdient gehabt. Aber jetzt ist die EM quasi für mich ja vorbei. Sollen die anderen Nationen spielen, was sie wollen. Interessiert mich nicht mehr. Ich möchte mich jetzt wieder langsam auf Hertha fokussieren. Und damit legen wir heute beim Testspiel gegen Erfurt hoffentlich los. Es ist halt bloß einfach, es ist internationaler Fußball, es ist UEFA und das klarste Handspiel aller Zeiten wird nicht gegeben. Macht ihr diesen hier? Es gibt kein Handspiel. Ich bin fassungslos, egal. Ich wollte gar nicht so viel drüber sprechen. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage zu einem neuen Video wieder. Bis dahin wünsche ich noch einen traumhaften Tag. Abonniert ganz gerne diesen Kanal. Schönen Tag euch noch und tschüss.